So, reden wir mal mit der Gärtnerin, die scheinbar Jura studiert hat und jetzt allerdings hier vorsteht. Let me handle this. Okay. Detective Jetzt hat sie sogar einen Simcoe, Namen. I'm still black, as you can see. Do you have any more keen-eyed observations? Wir hatten da eine 92%ige Chance, den Check zu machen. Haben es leider nicht geschafft. Und seitdem haben wir ein etwas schwieriges Verhältnis zu ihr. Her entire character has shifted. This young woman is cold as ice. Okay. She's right. You're basically an epidermochromatic police officer. Sie sind die Gärtnerin. Die haben mich angelogen. Sie sind keine Gärtnerin. Ich habe nur eine Feststellung geäußert. Ich habe nur auf. Oh Gott. Ich wollte nur mehr über die Gegend erfahren, bevor ich sie mir selbst ansehe. Das ist ganz normal. Ganz genau. Ich glaube aber nicht, dass sie die Pistole gekauft hat. Ganz genau vor ihnen steht ein epidermochromatischer Polizist. Schwieriges Wort. Das ist aber schlecht. Das wollen wir nicht antworten. Sie haben mich angelogen, Sie sind keine Gärtnerin. Ja. That's right. I am not a gardener. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. Okay. So let's get to it. You're looking for Titus Hardy? You think he has information that will help you? Maybe he does. Okay, ich erinnere mich an den Namen überhaupt nicht. That's Titus. Talk to him. But know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming, nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. Okay. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we have to. Shit, ich hoffe, Kim, du regelst das alleine, aber bisher, wenn du was alleine regeln wolltest, sagst du immer, ja, ich warte, wie sie das machen. She says nothing. Her glare speaks for her. Was ist, wenn ich mit Ihnen reden will und nicht mit Titus? Da wird sie einfach sagen, nö. Welche Rolle spielen Sie in all dem? Ja, like I already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? Okay. Schwierig mit ihr. Was wollen Sie denn mit mir machen? Warum sind Sie so aggressiv? Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. Ja, der erste Satz ist irgendwo vielleicht ein wenig wahr. Der zweite Satz, naja. So you were spying on us. And now you represent murder suspects. Just duck workers. Ja, eben. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob. Enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all. And you're their bodyguards. Das stimmt. Fuck yeah. Der großgewachsene Mann mit den breiten Schultern nimmt einen Schluck von seinem. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Die Welt braucht eine finanzielle Pufferzone, kein Grund emotional zu werden. Die Privatisierung ist nicht ungesetzlich, sie ist cool und witzig. Vielleicht haben sie einfach kein Interesse an Geschichte. Sie ist cool. Keine Ahnung, wo sie das herhaben, aber es stimmt nicht. Die BMR ist prinzipientreu und stark. Ganz im Gegenteil zu Sozialisten wie Ihnen. Nee, wir wollen doch selber da helfen. Das gefällt mir. Ein guter Anfang. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Bewaffneter Aufstand. Welche Pläne verfolgt die Gewerkschaft? Ja, das sagen wir einfach. Ich glaube, sie wird das für einen falschen Joke halten, aber wir werden darauf so eingehen. Look, a comedian. Do your job. Ask your questions. Then get out of Martinez. Wir haben den Punkt größter Erbauer des Kommunismus freigeschaltet. Und sie hat es tatsächlich als Joke Strange. Wahrgenommen. It's as if people don't believe a cop could be a socialist revolutionary. Ich muss sagen, das ist so ziemlich die weit entfernteste Kombination, die man sich vorstellen könnte. What are we going to do to you? The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Uh-huh. Goddamn right it is.
Ich merke schon, der Titus Hardy wird ein großartiger Gesprächspartner werden. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress. What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. Da hat sie recht. In Martinez, you are no one. Okay. Das wird wahrscheinlich der Titus sein. Ein Napf für die Spucke darin stinkt nach Tabak. Das ist wahrscheinlich das Logo der Organisation. Das ist der Titus. Weißdornsträucher, kenne ich mich nicht mit aus. Ein paar Goldstücke, die können wir gebrauchen. Revias oder wie auch immer hieß, ein Revant? Geld. Geld ist eine gute Anzahl. Fotos von Männern in Arbeitsanzügen, die Waffen- und Gewerkschaftsplakate tragen. Ja, könnten wir sein. Reden wir mal mit ihm. This is where you say your bed. Dann rücken Sie mal raus. Oh, der geht freundlich auf uns zu. Mit Ihren Fragen. Ein Mann mit breiten Schultern zeigt mit einer Bierdose auf dich. Der Leutmann würdigt dich mit einer knappen Bemerkung, überlässt die Sache dir. Du sagst noch nichts. Erstmal müssen wir uns über ihre Einstellung unterhalten. Wir müssen uns über den Mann unterhalten, der draußen hängt. Du sagst noch nichts. Hey, hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. Ist wahrscheinlich der hier, der da mit uns redet. Do not let their squeals disturb your serenity. These are but simple peasants, sire. Das Gerede ist zu dümmlich, um zu deinen Ohren vorzudringen. Du hebst dein Kinn und starrst wie ein Prinz in die Ferne, oh Gott. Wir müssen uns über den Mann unterhalten, der draußen hängt. Erstmal müssen wir uns über ihre Einstellung unterhalten. Ich meine, why not? Versuchen wir es mal. What, is he fucking kidding? This guy high or something? Das ist wahrscheinlich der hier. Hey asshole, up here. We're talking to you. We are looking for Titus Hardy. Der Leutnant wendet sich dem Mann mit den breiten Schultern am Ende des Tisches zu. Und jetzt können wir uns über seine Einstellung reden. Wow. The RCM sent us some big dick cops. Und dazu mache ich keinen Kommentar. Real big dick cops. Look at them. Reckless. Swimming in the wind. Yeah, look at the big dick on that cop. Can't tell a dick that big what to do. Erinnert mich an die eine South Park-Folge um die Amerikaner und Japaner. Definitiv empfehlenswert. Must be something in the water in general. Yeah, gave him real nice big dicks. Yeah. Anyways. Was hat das denn jetzt für ein Gespräch? Okay. You might want to start asking your questions now. It's not... Do a head count first. Connect these men to the tracks you saw in the yard. Oh, gute Chances Idee. Chances are they're going to match. Ja, gucken wir uns das an. Starting from the right. Boot size 44. Blond man. In his 30s. Overbearingly masculine. Sitting on his right. Standard working boots. Size 45 or 46. Eldest in the room. Probably mid-50s. Smoker. Quiet. Puh, gut, dass wir das Ganze hier auch auf YouTube haben und im Nachhinein uns angucken können, welche Schuhgrößen alle vertreten waren. Across at the other table. Hobnailed working boots. Size 43. Gang tattoos. Mesk or Saramaritian in his late 30s, early 40s. He spent his youth in Villalobos, a housing project in the Jamrock Quarter. There were incarcerations. Hard to say what else. Hmm. And then, standard working boot. Steel reinforced toes. Size 46. The big dick. Wide at the shoulders and lean at the hips. Rugby cap. Fingerless gloves and numerous scars. Ich meine an die Schuhe erinnere ich mich. The emblem on his vest says Rowan Club. A little patch below it reads T. Hardy, Captain. Rudern gibt Männern eine äußerst athletische Form. In the far corner, standard working boot, steel reinforced toes, size 44, 40 something. Non-alcoholic beverage in hand. You squint. Is that a plectrum?
size 41, with the light step. Not a child, after all. An older man with a rat face, mean, watery eyes, and two front teeth missing. Scheiße. Ich glaube, die Fußabdrücke stimmen mit dem Tatort ein, ohne das jetzt nachzugucken. Aber ich glaube, 41 und 46, die beiden habe ich mir so halb gemerkt. Die scheinen beide hier vorzukommen. In the middle, heaving and wheezing. Oh oh. Big guy. Boot size 46. Deep marks. Probably carried the victim over. He alone is 130 kilos. Add the man in armor and you could easily exceed 220. In conclusion, these seven are the actors on the crime scene. The footprints were theirs, but there's a discrepancy. Die sonderbare Sohle, wahrscheinlich der Anführer der Truppe. Exactly. You've stood there for about 4 seconds, not saying anything. Hit them with questions. Where's the eighth Hardy? Wenn wir zu sehr darauf einspielen, dass wir sie durchschaut haben, könnte uns das in Probleme bringen. The fuck is with you, fella? Ich will eigentlich das nicht sagen. Damit vergeben wir uns. Wir könnten einfach mal so fragen. So, you're not just here to swing your big dick. You're here for the pretty boy. A real looker, that one. Stinks like shit, too. They couldn't get him down, boss. He's still up there, stinking up the place. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Warum sind ihre Stiefel... Aber wir können das doch nicht sagen. Obwohl... Dann wissen sie halt auch Bescheid, dass wir ihnen auf der Spur sind. Sind vorsichtiger. Und wir haben uns das beide notiert. Wir versuchen's. You mean these boots? Er hebt seine Arbeitsstiefel an Schuhgröße 46 statt versteckt. We all got a pair. We wore them the night we took the pretty boy out back and hung him by the neck. Okay. Yeah. We did this together, all of us, until he was dead. That's why our prints are all over the scene. Scheiße, ich glaube, wir sterben. Goddamn right. No, these seven honest men have equally come forth. They told you what happened, so that you don't waste any more of your time. Toll. All seven together. They're diluting responsibility. It's an anti-arrest tactic. Warum haben sie, die werden uns nichts antworten, aber egal, wir versuchen es. Why? Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. So am I. Now. He killed the guy for stepping out of line? What? Is Mr. Titus Hardy here a fascist? No, sir. He is not. Get to the bottom of it. Ask again. Was war das für ein Check? Mittel? Wir fragen nochmal. Why? Cause he was worth and he stepped out of line. Toll. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoi and Semenin written all over him. Ex-Oranese Special Forces. Okay. A live grenade. Right here in our bar. I can't prove it. But I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Moment mal, woher wissen Sie überhaupt, dass er beim Spezialkommando eingesetzt war? Because one night he walked straight up to the mic and said, I'm Oranese, goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das nicht gesagt hat. Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. Okay. Sire, the tale is true.
Könnten auch wir sein, mit der großartigen... This is a serious violation of the karaoke code. Okay, aber was hat er sich außer seinen Verbrechen gegen Karaoke denn eigentlich zu Schulden kommen? Wrong. He harassed women. Raped one. Yeah. Harassed workers. Threatened to kill some as a warning. Er wischt sich Spucke von den Lippen. From rape to harassment to threats of violence. Das stimmt. Why the strange de-escalation? He regrets mentioning it. Hopes you didn't notice. Oh. Wahrscheinlich hat er also noch mehr schlimme Sachen getan. Kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. And that was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started to come in here every night. Drinking, grabbing girls, grab one of ours mid-karaoke, right there on the stage. Okay. He grabbed someone? Yeah, this girl's on the mic, a beautiful girl, young. Gets into the second verse of Love Lake, the fucker grabs her legs, starts screaming. Ziemlich raues Territoir hier. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle, doesn't even fall down. Boah, eigentlich will ich über das Thema gar nicht weiterreden, aber ich fürchte, ich muss. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. Okay. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Auch wenn ich die auch nicht als besonders freundlich oder fürsorglich einschätzen würde. Boah, raues Terrain, ey. There's something odd here. Ja, eben. Seems like they don't want to talk about that rape Titus mentioned. Why not? This is a serious allegation. Make them talk about it. Boah, das wird schwer. Okay, aber wen hat er denn vergewaltigt? Das ist eine sehr schwere Anschuldigung. Echt. No. You're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you clowns. There's nothing you can do for now. He's stonewalling you. Das ist aber fehlgeschlagen. Sie haben ihn einfach ermordet. Okay, wir können aber tatsächlich nichts machen. Wie haben sie ihn umgebracht? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, Copper? Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? This is where an autopsy would come in handy. You have to work with what you know. Titus, you don't have to clarify anything. We overpowered him, dragged his unconscious body to the tree, put a noose around his neck, and hanged him till he was dead and steady. Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Make them a bit more uncomfortable first, then see if it all adds up. Scheiße, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Na gut, wie ist es ihm gelungen zu überwältigen, wenn die zu 17 gegen 1, dann kann er, wenn er nicht bewaffnet ist, noch so krass sein. Das könnte eine schwierige Situation sein, aber fangen wir trotzdem. With numbers, asshole. Ja, how do you think? You're right, Lizzie. No, he hasn't. Not yet. Das wollen wir nicht, also... Nice. Das schaffen wir aber nicht. Weren't you fucking listening? The fucker can't... This one has a distinct style. He puts so much whiny emotion into everything he says, it's hard to see if he's lying. But he could be. Okay. Du hast das jetzt einen Bonus gebracht? Könnte. Trotzdem schwierig. Wir versuchen. Was kann passieren, außer dass wir sterben? Actually, Scheiße. They're admirably, surprisingly composed. The entire room. Given how many questions you've lobbed their way. Ja, eben. Vielleicht ist einer von ihm den Druck gewachsen. Well, this one. But he's always fidgeting. So don't get your hopes up. Okay. Fuck.
Like what, copper? Wann hat sich die Erhängung zugetragen? You don't have to answer any of his questions. Der antwortet uns trotzdem. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Das könnte, glaube ich, mit unseren Daten übereinstimmen. Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? Ich denke, dass er entweder so gebrieft wurde, dass er das sagt, was er sagt, und wahrscheinlich in seiner ganzen Ehrlichkeit irgendwo gezielt eine Lücke oder eine Lüge einbaut, sodass wir quasi nicht ganz durchsteigen können. Was davon jetzt wirklich die Lüge By ist. The Pines cow, you mean Joyce Messier? The representative for White Pines? The same company you are striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Er reibt sich am Kinn und tut so, als würde er nachdenken. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. Hm. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy Boy without arresting all Hardy Boys. Ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass es diese Regel gibt. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Hm. A trick question. Don't let her lead the conversation. Lass sie nicht das Oberhand über das Gespräch gewinnen. Wenn es dich an Elisa wirft, das muss ich nicht. Einer von ihnen trägt eine größere Schuld als die andere. That's for the courts in Le Jardin to decide. Not for the officer making an arrest. Which we all know you won't be. Scheiße. Das ist ein gutes Argument von ihr. What you can do right now is go back to your station and write a report. No, no. We stay here and discuss what happened that night. Eine Option haben wir noch. Sie haben ihn einfach ermordet. Keine gewisse How many people have you sent to the Chaise? Ever felt remorse for them? Ja, wir wissen, wie viele es sind. Chaise Electrique is the method of capital punishment in Revachon under the Coalition. During the Suzerain's reign, it used to be the firing squad. For send them to reunion to rot. For 20 years. For life. Und diese Wiedervereinigung, wann soll das sein? The River Esperance Correctional Facility, a military prison run by the Coalition, dubbed Reunion by the inmates. The origin of the name is unknown. Ah, diese Argumente, die wir hier alle haben, dass das schlechte Menschen waren, dass wir hier unseren Job machen, das überzeugt sie ja alles nicht. Das könnte ihre Meinung über mich bessern. Ehrlich gesagt trinke ich so viel, dass ich mich nicht daran erinnern kann, jemals irgendwen hinter Gittern geschickt zu haben. Es ist auch irgendwo wahr, auch wenn das nicht mehr der Weg ist, den wir gehen wollen, könnte das uns helfen. Doesn't remember them. He just forgets. Are you hearing this, Titus? May no use keeping a stiff catalog in your head. That's for sure. Wir müssen die Situation trotzdem noch überdenken. Wir wissen noch immer nicht, wer der achte Mann ist. Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder, even if it is a group responsibility. We are going to look into this. Vielleicht decken sie auch jemanden. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Boah, das wäre cool. Du überzeugst sie von deiner Autorität. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen.
Ich will es aber versuchen. Es ist gefährlich, aber wir versuchen es. What are you talking about, madman? There's no eighth hardy boy this seven or what? You want to be the eighth hardy boy? Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... Dass sie? Oh, wir haben hier noch einen weiblichen Charakter. Ob sie das ist, ich glaube nicht. Ob das die Frau vom Hafen ist, ich denke auch nicht. Vielleicht gibt es ja noch einen Charakter. Das wäre natürlich der schlimmste Fall, wenn der Charakter dann auch noch die Knarre hätte. She? Ja. So there's an eighth Hardy and it's a Hardy girl. Who might it be? Elizabeth? Wir haben auch noch von der Vergewaltigung und dem Anfassen gehört. Wäre auch noch eine Option. Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Now what the fuck do you want? It has to be good, if he won't let you pursue it. Ja. Looks like the lieutenant thinks so too. So let me get this straight. There is an eighth Hardy boy. It's a she, and you don't like us talking about her? That's right. We're not talking about this. This is a private Hardy boy's matter. Nothing to do with your shit. And you're not cops here. Don't go digging around if you don't want a bullet in the back of your head. I'm watching you. Good. We are all watching each other. Officer, your question. Jetzt haben wir plus 1 und sind noch immer bei 3% Wahrscheinlichkeit. Denn es ist nur so, dass wir mit einem Doppelcrit, mit einer doppelten 6 hier gewinnen können. Das versuchen wir auch nicht. Das ist so unwahrscheinlich, auch wenn wir jetzt einen Punkt näher gekommen sind. Das war insgesamt ein interessantes Gespräch. Hat uns aber... Ja doch, es hat uns ein bisschen was gebracht. Aber auch nicht wirklich. Wird automatisch gespeichert. Was denkt ihr? Wer könnte die Frau sein? Ich rede nochmal mit ihr. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Die wird auf jeden Fall nein sagen. I am not. You could be Liz. You could be anything. You could even... Even a mod? Glenn, I went to law school. I am an attorney. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. Reißen Sie sich zusammen, Glenn. Sie hat Jura studiert. So fucking what? Lots of models are actually really smart people, fuckwad. Das stimmt auch. No, Glenn. They aren't. Komm, ein paar. Du kennst nicht alle. This didn't change her opinion of you. It's not her. She's not a Hardy girl. Definitely. Ja, glaube ich auch nicht. Aber wer ist es dann? Ich bin mir nicht sicher. Was denkt ihr, wer könnte es gewesen sein? Haben wir schon eine Vermutung? Bin mir nicht ganz sicher. Und wir kommen am nächsten Tag an und stehen vor den gleichen Problemen wie beim letzten Mal. Ich würde eigentlich das mit der Schleuse gerne schnell klären. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Und es gibt noch immer keine neuen Optionen hier zu tun. Wir haben um 21 Uhr das Gespräch mit dem einen Verdächtigen. Aber ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, wie wir das Problem am besten lösen können. Vielleicht können wir beim nächsten Mal hinten durchlaufen, an der Steigung irgendwie hinunter, um in den hinteren Bereich zu kommen. Vielleicht war das einfach nicht am ersten Tag möglich. Das wäre womöglich eine Option. Falls ihr Ideen habt, wie wir weiterkommen, schreibt sie doch in den Chat in die Kommentare. Für mich heißt es jetzt erstmal, eine kleine Pause einzulegen. Ich danke euch allen ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr alle gesund bleibt, einen schönen Tag habt. Lasst auch ein Follow, ein Like da, ein Subscribe. Schaut auf YouTube vorbei, Dungeon Frog. Schaut auf Twitch vorbei, ebenfalls Dungeon Frog. Und lasst doch irgendwas da. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und ja,
Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder. Ich speichere hier nochmal schnell und wir gucken, wo unser Weg uns beim nächsten Mal hinführt. Bis dahin, euer Dungeon Frog.